Vor genau 70 Jahren ist das Ostseestadion in Rostock offiziell eröffnet worden. Der FC Hansa Rostock veranstaltete daher eine Jubiläumsparty vor dem Stadion. Seit 70 Jahren spielen hier nicht nur der FC Hansa Rostock oder die Nationalmannschaft, sondern auch Musikerinnen und Musiker ihre Konzerte. Die Rostocker halfen damals freiwillig beim Bau mit, um Geld einzusparen. Zur Jahrtausendwende wurde das marode Ostseestadion dann komplett umgebaut. Es ist die größte Veranstaltungsstätte des Landes mit Platz für rund 29.000 Besuchern auf den Rängen. Das offizielle Jubiläumsspiel findet hier am 27. Juli statt. Dann empfängt der FC Hansa Rostock den italienischen Erstligisten Lazio Rom.